Ja, guck mal, du möchtest machen, das sieht auch noch ein bisschen machen, auch schön ja. aus dann, ne? Das ist ein bisschen glatter, ne? Ja, finde ich auch. Das reicht auch. Absolut. Nichts. Wird aber auch mal wieder Zeit seit 2011, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, dann machen wir jetzt jedes Jahr. Das wäre schön. Absolut, wäre genial. So, ja klar. Ist die jetzt extra für morgen hingehängt worden? Also die hängt jetzt nicht jedes Jahr hier? Nein, die hat mir gerade einen Gast zur Verfügung gestellt. Ach so. Gabi. Cool, oder? Astral. Finde ich auch. Absolut genial. Soll ich noch einen dran machen zur Sicherheit? Diese kleinen, zwei kleine? Falls er nicht mal löst. Das hält, ne? Alles klar. Okay, gut vorbereitet. Hätte ich das gewusst, hätte ich Schwarzes mitgemacht. Ich habe bei Borussia habe ich so eine Rolle mal gestibitzt, ne? Dann stibitzt noch mal eine. Also Trikot hängt auch schon und die ja, BVB-Uhr. Ich muss das anziehen morgen. Ja? Die haben gesagt, ich darf kein anderes anziehen, weil immer wenn ich das anhabe, gewinnen die. Ja, dann muss das. Dann muss das. Dann muss das. Ich habe sonst Verbot. In meiner eigenen Gaststätte. Auch die Meisterschale ist schon hier in der Kneipe. Das ist die von vor 10 Jahren. Ja, und hier wollen wir dann gucken. Da wird geguckt. Genau. Saal. Der wichtigste Saal morgen, genau. Ne? Genau. Auch mit echter Liebe, wie sich das gehört, ja? Ja. Toll. Ja, ich freue mich auch schon. Ja, wie ist denn jetzt so die Stimmung unter den Gästen? Die, die einen Platz haben, total genial. Mhm. Freuen sich alle, ist eine Mega-Stimmung. Und die, die keinen Platz mehr gekriegt haben, sind ein bisschen knatterig. Aber Sky ist ja leider so teuer, dass ich mir einen großen Saal nicht leisten kann, auf Dauer. Da zählt jeder Quadratmeter, oder? Ja. Das geht ins Geld. Ne? Mhm. Man will ja auch keine Mondpreise fürs Bier verlangen. Richtig. Und es ist ja leider nicht immer ausgebucht. Ne? Es sind dann immer nur die Top-Spiele, wo alle kommen. Ansonsten reichen 20. Ich habe gehört, Public Viewing gibt es auch nicht. Das heißt, die Leute gehen natürlich morgen in die Kneipen. Richtig. Also wir haben das jetzt so gemacht, hier die Lautsprecher vorne an der Theke, die sind an. Ich darf aber die Tür nicht öffnen. Gucken dürfen nur die hier im Raum. Die anderen können wenigstens hören. Wo wird denn der Fernseher stehen? Können da ist noch mal die Leinwand. Kurz? Ach, die Leinwand. Das wird richtig auf einer Leinwand richtig, gemacht. Ja? Richtig. Was ist denn das Besondere an dieser Kneipe? Die hat ja eine ganz spezielle Geschichte. Ja, meine Oma hat früher mit einer Klimpchenbude angefangen. Das war so eine Holzbude, die habe ich hier noch hängen. Ich habe sogar noch die Kasse von ihr. Das war früher die Bretterbude. Das war die Bretterbude. Genau. Das sind meine Oma und mein Opa. Die haben damit angefangen. Und daraus ist dann die Trinkhalle entstanden. Diese Trinkhalle, die Steinmanns-Trinkhalle. Genau, das war 1938 hatte meine Oma ihre erste Schankerlaubnis. Mhm. Ja, und dann haben meine Eltern 1974 die Gaststätte gegründet. Mhm. Noch ohne den großen Saal, nur hier vorne im kleinen Bereich. Da durften wir hier vorne noch Parkplatz haben. Ja, und dann 97 habe ich das übernommen mit Umbau, mit Trennwänden. Und in den 80er Jahren hatten meine Eltern noch einen großen Saal angebaut, damit wir halt bloß Gesellschaft machen können. Und die BVB-Spiele zu zeigen, das war immer schon fester Bestandteil dieser Kneipe? Nachdem ich sie übernommen habe und ging dann, glaube ich, mit Premiere an und ging dann immer weiter. Vorher war es normal über Fernsehen, wirklich noch mit dem Fernseher, ne? Mit so einem eckigen Kasten, der hier unten auf den Tresen gestellt wurde. Und wurde dann halt immer ein bisschen weiter ausgespielt. So, ist schon schön. Wir haben mittlerweile mehrere Generationen, die hier verkehren. Das ist schon echt schön. Ich habe gesehen, es ist ja auch überall Deko, ne? Wir wollen nicht stören. Das sind auch alte Bilder von... Ja, ja. Alt und neu. Alt und neu. Das ist mein Papa, der ist leider nicht mehr da. Mein Beileid.
Und dann auf der anderen Seite haben wir einen ganz alten Stammtisch. Da sind die meisten von uns schon gar nicht mehr da. Das war unser Urgestein, Post Hans. Das war immer der erste, der kam und der letzte, der gegangen ist. Auf den war Verlass. Ja, absolut. Das war unser, und das war unsere Knobelrunde früher. Das war auch noch der alte Tresen von meiner Mama. Was hat der Herr am liebsten getrunken, der Gast? Normalerweise immer Pilz. Mhm. Wenn das nicht mehr ging, Weinbrand Cola. Mhm. Und hinterher war er leider so krank, dass er nur noch Cola Light mit Wasser trinken konnte. Da hat er auch Probleme gehabt und wurde auch operiert. Zum Schluss habe ich ihn vom zu Hause abgeholt und habe ihn wieder nach Hause gefahren, weil er nicht mehr laufen konnte. Was ist denn das beliebteste Pilz bei Ihnen, das DAP? DAP? Ja. Wir haben immer DAP gehabt und wir bleiben auch bei DAP. Ja. Wir haben auch Höwitz mit am Hahn, aber DAP, das ist unser Bier. Ich würde gerne wissen, welche Bedeutung hat für Sie und vielleicht auch für Ihre Gäste der BVB? Ich bin über die Flughafenstraße gekommen und da sieht man überall an den Häuserwänden, an den Fenstern die BVB-Fahne. Das gehört zu Dortmund. Wir sind der BVB. Es gehört einfach zu Dortmund. Wie war das? Never walk alone, ne? Mhm. Das ist so. Aber es ist schon was, was besonders ist für Dortmund, ne? Also ich glaube, es gibt keine andere Stadt, wo man sich so mit dem Verein identifiziert, ne? Man braucht sich nur auf die, ins Stadion gehen, da kriegt man eine Gänsehaut. Wer da keine Gänsehaut bei uns auf dem Block kriegt, der ist falsch. Ist nur nicht so einfach für morgen noch Karten zu kriegen. Man muss nur genug Geld haben. Ja, so kann man es auch sehen. Ne? Ja. Alles ist käuflich. Ne? Genau. Und ist dann hier auch immer Stimmung richtig, wenn der BVB... Das hört man schon, natürlich. Ja. Morgen wird der Saal voll, das ist ja klar. Ne? Richtig. Und die Leute werden wahrscheinlich auch drumherum stehen, nehme ich an. Ne? Ich hoffe es. Ich denke mal, dass wir da eine schöne Fete machen können. Und was erwarten Sie, wenn es mit der Meisterschaft klappt? Was passiert dann ab morgen Nachmittag? Also ich weiß es nicht. Entweder ist ein absoluter Run in die Stadt, wovon ich ausgehen kann. Da werden Leute dann einfach nur feiern. Die sind einfach nur. Da ist endlich die Schale wieder da, wo sie hingehört. In Dortmund. In Dortmund. Können Sie mir noch mal sagen, wie das losgegangen ist mit Ihrer Familie, mit der Schankwirtschaft in den 30er Jahren? Meine Oma und mein Opa, die haben eine Klümpchenbude hier gehabt, wo sie an die Schulkinder die Klümpchen und die Griffel und Kreide und sowas verkauft haben. Damals durften ja auch noch die Kinder für den Papa eine Flasche Bier holen, ne? Das war ja alles noch legitim. Und irgendwann wurde das dann erweitert, dass meine Großeltern gesagt haben, ach komm, die wollen auch mal Karten spielen und die wollen mal knobeln. Dann haben sie angebaut und dann durften sie die ersten Flaschen Bier als Schankerlaubnis geben. Aber mein Papa wollte das dann noch ein bisschen größer haben und wollte mit Kegelbahn und mit Saal und Essen. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Bis heute. Hat er dafür auch Lotto gespielt? Das hatte mein Opa vor der Steinbude. Als er die Bretterbude hatte, da hat er im Lotto gewonnen. Und er hätte das ganze Land hier kaufen können, bis zur Straßenbahn. Da hat er gesagt, will ich Bauer werden oder was? Und hat eine Steinbude gebaut, um Bier zu verkaufen. Es steckt irgendwie in der Familie drin, ne? Seit Generationen. Es ist weitergegeben worden. Wenn Sie es auch mal an Ihre Nachkommen weitergeben? Nein. Es ist so schwierig geworden und jetzt gerade durch die Corona-Zeit war das echt hart. Und das möchte ich eigentlich meiner Tochter nicht so zumuten. Mir macht das Spaß, das ist mein Leben. Aber ich glaube nicht, dass die Gaststätte in dieser Form, wie ich sie führe, noch ganz viel Zukunft hat. Ist es dann wirklich die Corona-Zeit, die nachwirkt? Auch, ja. Auch, es wurde vorher schon ein bisschen weniger, dass dieses Kneipenleben nicht mehr so ganz so stark wurde. Ich lebe durch meine Vereine, durch meine Stammgäste und das ist einfach schön. Und wir versuchen auch immer was Neues zu geben, dass wir immer mal eine andere Speisekarte haben, eine andere Tageskarte. Wie erklären Sie sich das? Gehen die Leute lieber nach Hause? Also es fing auch an mit dem Nichtrauchen. Mhm. Da sind die Knobel- und Kartenclubs ausgestorben. Die sind nach Hause gegangen im Garten, weil wenn sie knobeln und irgendeiner geht rauchen, das passt nicht mehr. Ne? Ja, und das ist einfach so. Ich habe Glück, ich habe einen wunderschönen Biergarten und wenn schönes Wetter ist, ist der voll und das wird sehr gut angenommen. Aber das hat ja auch nicht jeder. Ne? Geht dann vielleicht auch wirklich dieses Stück Kneipenkultur verloren? Ich denke ja. Wenn ich mir überlege, als meine Eltern angefangen sind, wir hatten hier 26 Gaststätten in ganz Scharnhorst. Und jetzt haben wir, ja, der Brunnen ist noch da,
Pizzeria, der Fellhammer und ich, da sind wir viel. Also Kneipensterben. Ja. Und damit ja auch so Originale wie ihr treuer Dauergast oder ja diese Gesprächskultur, ne? Die Begegnung am Tresen. Es wird immer weniger. Obwohl, wir haben hier bei uns in Altstadt noch Glück, das ist noch wie so ein Dorf, da kennt jeder jeden und man kommt immer mal auf ein Gespräch vorbei, das ist noch wirklich schön, aber man weiß nie, wie lange das anhält. Aber Sie machen wahrscheinlich noch so lange Sie können, nehme ich an. Also mindestens noch 15 Jahre möchte ich gerne. Dann haben wir ja noch 15 Meisterschaften, die wir feiern können. Ne? Auf jeden Fall. Dann wünsche ich ganz viel Glück für morgen und danke für das nette Interview. Dankeschön. Danke.